Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr die Herausforderung abschließen müsst, Hauptgewinn, bei der ihr die Tür mit dem besten Preis wählen müsst. Als allererstes macht das Hasen-Easter Egg. Für alle, die nicht wissen, wie das Ganze funktioniert, Leute, oder wo die ganzen Teile sind, werde ich oben rechts in der Infokarte nochmal ein Video verlinken, um das Video hier so kurz wie möglich zu halten. Wenn ihr beim Hasen-Easter Egg seid, wisst ihr ja Bescheid, ihr müsst hier drei Zombie-Wellen bekämpfen, bzw. überleben. Wenn ihr alle drei Zombie-Wellen geschafft habt, öffnet sich dieser Bereich und ihr könnt durch eine Tür gehen. Und dort befindet sich dann eine Kiste, Leute. Jedoch, wenn ihr bei den drei Zombie-Wellen viel zu lange braucht, dann werdet ihr es nicht mehr schaffen, rechtzeitig diese Tür zu öffnen. Also, am besten beeilt euch. Puncht eure Waffen vorher, dann geht rein. Kommen wir nun zu Schritt Nummer 2. Und zwar bin ich ja in Runde 9 ins Hasen-Easter Egg reingegangen. Und ihr habt jetzt natürlich nochmal die Chance, in dieses Hasen-Easter Egg zu kommen und nochmal eine Tür aufzumachen. Hierfür müsst ihr einfach 15 Runden weiterspielen. Ich habe ja in Runde 9 das Hasen-Easter Egg gemacht und die Runde danach, also ab Runde 10, 15 Runden. Das heißt, ab Runde 25 kann ich wieder ins Hasen-Easter Egg. Ein kleiner Tipp, wenn ihr in diesem Spot chillt, wo ich bin, mit einer Giftpflanze, die ihr hier platziert, und einer Wunderwaffe oder einer Hauer, könnt ihr hier easy bis Runde 25 überleben. So Leute, ich bin jetzt in Runde 25 und hier an der Ostberliner Straße könnt ihr dann hier Richtung diesen Hasendisco schauen und am Fenster ist jetzt der Hase. Diesen Hasen schießt ihr einfach ab und ihr spawnt wieder in diese Disco rein. Dort müsst ihr wieder drei Zombie-Wellen überleben. Ich würde euch empfehlen, nehmt die Wunderwaffe mit, weil mit der ist es wirklich easy. Hier liegt sogar noch meine Giftpflanze vom ersten Hasen-Easter Egg. Und wenn ihr dann alle drei Wellen habt, droppt hier Max Ammo. Und ihr könnt kurze Zeit später hier durchlaufen und eine Tür aufmachen. Und Leute, jetzt ist einfach die Chance viel höher, dass ihr den besseren Preis bekommt, weil in höheren Runden, wenn ihr das alle 15 Runden macht, kriegt ihr immer besseren Loot. Und ich habe es dann direkt in Runde 25 geschafft, Leute. Müsst ihr mal ausprobieren, auf jeden Fall. Wenn ihr in Runde 6 zum ersten Mal ins Hasen-Easter Egg gegangen wärt, dann müsst ihr ab Runde 7 15 Runden zählen. Also ab Runde 22 könntet ihr dann den Hasen abschießen. Rein theoretisch könnte ich zum Beispiel bei mir in dieser Runde, wenn ich bis Runde 41 spiele, nochmal den Hasen-Easter Egg machen. So, das war's dann mit dem Video, Leute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst doch ein Like da, schreibt mir die Kommentare. Und für all die, die noch kein Abo bei mir haben, können das an dieser Stelle gerne ändern. Ach ja, Leute, und noch was. Falls einer von euch das Easter Egg braucht oder Hilfe braucht, kann er gerne meinem Discord joinen und wir können es dann zu zweit versuchen, wenn ich Zeit habe. Einfach anschreiben, Leute. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.